herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Bei mir im Studio begrüße ich Michael Niewarany. Elke Winkens. Gerold Rudle. Florian Schäuber. Und Günther Leiner. Heute haben die 22. Olympischen Winterspiele in Sochi begonnen. Außerdem haben wir ein kleines, ich sage mal, Superjubiläum. Wir feiern ja heuer 10 Jahre, was gibt es Neues, im November 2014. Heute ist nur ein Superjubiläum und zwar eine Schnapszahl bezüglich der Sendungsnummer. Pass auf, kleiner Hinweis, wir kennen es aus der Schule. 333. Ja, ich wollte Issos-Keilerei sagen. Was? Ich wollte Issos-Keilerei sagen. Da war ich nicht drauf gekommen. Aber doch, so bin ich drauf gekommen. Ich hätte gesagt, keine 3,1415. Aber, ja, 333. Heute ist die 333. Folge. Als Goodies hätten wir anzubieten, ne, russischen Wodka. Ne? Okay. Und diverse andere, russisch Brot. Aha, gut, wunderbar. Zusammenhängend mit Sochi, den Olympischen Winterspielen. Und dazu auch wunderschöne Fragen, wie zum Beispiel, was sind Curling-Kinder? Die Armen, die sich das anschauen müssen. Curling-Kinder? Na gut, die haben ja kein normales Publikum, schau, der kann ja Curling tun. Das müssen die Schulklassen in die Sporthallen treiben, die dann spielen, wir sind die Curling-Kinder und interessieren uns dafür. Okay. Nein, dieser Sport ist so langweilig, dass die Kinder, die gemacht werden, während das im Fernsehen ist. Na, oder? Da einer schaut nicht zu machen. Anscheinend gibt es das wirklich. Na. Du kriegst einmal russisch Brot, damit wir das losbekommen, das russisch Brot. Nein, das sind Kinder, die im Besenkammer gemacht worden sind. Das sind die Bäckerkinder. Weil Curling erinnert ja an Putzen. Ja. Besenkammerkinder. Und deswegen werden die während des Putzens werden die, Kinder hergestellt. Besenkammerkinder nennt man auch die von Boris Becker. Das habe ich genau. Gesagt. Ja. Es ist irrsinnig frauenfeindlich. Also was ist frauenfeindlich? Frauenfeindlich, diese Kinder-Curling. Curling-Kinder. Curling-Kinder sind Kinder-Curling. Das ist Zwergen werfen. Kinder-Curling. Also während die Frauen putzen. Möglicherweise Kinder, die so einen Haken hinten haben. Sind in der Schule sehr praktisch, wenn sie schlimm sind und so in der Pause den Curlinghaken hinten nehmen und wird in der Garderobe dabei hingehängt und nach der Pause kommt der nächste Lehrer und nimmt sie wieder mit in die Klasse. Welche Kinder haben hinten einen Haken raus? Die Schlimmen. Ich konnte jetzt von meiner Kindheit. Ich war ein sehr schlimmes Kind, aber ich hatte nie einen Haken hinten raus. Vielleicht du hast das nicht gemerkt. Vielleicht sind das so wie Balljungen, einfach Curling-Kinder, die Curling-Dinger wieder. Ja, du hast, jeder von uns hat schon mal eine Curling-Übertragung gesehen, weil wir alle ähnlich fasziniert von der Fadesse dieser Sportart gebannt vor dem Fernseher sitzen. Hast du da schon mal Curling-Kinder, so wie Balljungen beim Tennis? Balljungen habe ich schon gesehen. Also beim Curling tue ich immer nur zeppen, weißt du? Zeppen. Durchzeppen. Ja, aber man bleibt dann irgendwie gebannt auf dem Curling-Programm, wenn man sich denkt, das ist ja, du schaust aber auch sehr gerne den Zehennägel beim Wachsen zu. Ja, genau. Ja, aber da, ich finde, Dart ist nur Vater. Dart. Dart Vader finde ich ganz gut. Dart. Na, Dart Vader ist wurscht, weil spielt man ja innen. Dart Vader. Es ist ja, Curling erklärt sich doch komischerweise ein bisschen so. Mhm. Einer schubst so einen Curlingstein und zwar nie weit genug, weil es ja immer nur so wach andachen, sodass immer mindestens ein anderer kräftig reiben muss. Ja. Naja. Ich meine, ich bin schon wieder bei kräftig reiben. Vielleicht, also, geht's halt nicht von Allah. Das heißt, Curling-Kinder könnten ja theoretisch sein, dass gar kein Geschlechtsverkehr stattfindet, sondern es steht zuerst einer... Wir sind nicht sehr viele Kinder. Nein. So. Und was sagt die Monika dazu? Nein, eh nix. Die will ja keine Kinder mehr. Also das ist ja nicht das Problem. Die schaut Curling lieber, ja, aber vielleicht, dass halt einer ein bisschen schwach anschubst. Was meinst du jetzt? Eine Samenspende? Ja, genau. Okay, gut. Eine Samenspende. Ja, dann nimm's doch beim Namen. Das Kind. Das Kind. Samenspende. Ja.
Und durch Samenspenden entstandene Kinder nennt man vielleicht Curling-Kinder. Weil es ist nur ein Stoß, aber es können trotzdem mehrere Kinder entstehen. Können Sie ihm folgen? Bin ich heute? Na, ist es nicht so, mit einem Stoß beim Curling, also mit so einem weichen Schubser, ja, also mit einem Stoß, nennen wir das mal so, wenn du kräftig genug reibst, dann können ja mehrere Steine ins Ziel befördert werden. Das heißt, du machst das... Nein, es geht darum, deinen Stein so nah wie möglich ins Zentrum zu bringen. Ich weiß, aber warum, wenn sie blöd liegen... die eigentlich die ganze Zeit mit dem... Weil es so dreckig ist. Nein, ich glaube, es geht auch schon um die Reibung. Damit das Eis warm wird damit und sich das bewegt. Sich das dann schneller fortbewegen oder noch weiter fortbewegen kann. Was ist unter Heizung einbauen da bei uns? Der Herbert Brasker war Curling-Kind. Lockenwickler. Es sind vielleicht Kinder, die aufgewachsen sind, wie beim Curling gespielt wird. Hä? Jetzt habe ich aber eh schon alles gesagt. Kinder, die aufgewachsen sind. Putzteufel als Mutter. Bitte was? Einen Putzteufel, der immer hinter ihnen zusammengekehrt hat. Das ist eine Sau, bist du. Hinter ihnen? Oder vor ihnen? Vor ihnen? Die behüteten Kinder, ganz behütete Kinder, ja, so wie die praktisch, die man alles aus dem Weg räumt. Den man alles aus dem Weg räumt, ja, ihnen all den Weg frei macht. So Kaiserschnittkinder. Ja, komm, weiter, komm, erzähl mir. Die sind ja rausgekommen werden und dann immer so. Ja. Verwöhnt. Ja, sag's weiter, sag, komm. Verwöhnte Gefraster. Ja! Jawohl! Curlingkinder. Und warum habt ihr dann so irreführend dieses Curling-Spiel uns da? Damit, falls du nicht wüsstest, was Curling ist, ne, haben wir ein Bild dazu eingeblendet. Vollkommen richtig, du kannst sagen, verwöhnte Pflaster, Kinder, denen alles aus dem Weg geräumt wird, wo jede Unebenheit, jedes Problem weggewischt wird von den Eltern, wohlbehütete, überbeschützte Kinder werden Curling-Kinder genannt. Da haben wir aber was gelernt und wir bedanken uns bei Elisabeth Schröder, die uns das via Internet dazukommen lassen, 300 Euro Büchergutschein. Mach mal eine andere Frage. Okay, heute haben wir den 7. Februar, gehen wir 202 Jahre zurück ins Jahr 1812. Gut, da kam der englische Schriftsteller Charles Dickens, ich zeige euch mal, ne? Ja, Charles Dickens, auf die Welt. Schöpfer solcher Klassiker wie David Copperfield, Oliver Twist, A Christmas Carol und so weiter. Und der hatte eine originelle Gewohnheit, ja. Und zwar, zu welchem Zweck engagierte Charles Dickens an kalten Winterabenden einen Arbeitslosen? Yes, ich will es gar nicht wissen. Ich glaube, ja. Für einen Kamin, Kamin einheizen. Für einen Kamin einheizen? Ja. Also du meinst, er selber war also zu Bolschert. Zu faul. Sagen wir zu faul, den Kamin einzuheizen, ist einen Arbeitslosen. Nein, Curling-Kind. Charles Dickens, das erste Curling-Kind der Geschichte. Ja, du hast ja gewusst, gesagt. Ja, das, ich habe mich auch versprochen, es heißt ja Christmas Curling. Also, so gesehen, passt. Ja. An kalten Winterabend. Kalten Winterabend. Ist der aufs Arbeitsamt, gab es 1812 wahrscheinlich noch nicht, gegangen. Mhm. Also ins Armenhaus, irgendwo hin. Ja, irgendwo hin. Auf einen Arbeitslosen. Jemand, in die Taverne, ins Pub. Ja. Hat gesagt, gibt es einen Arbeitslosen? Mhm, genau. Jemand, also der anscheinend also Geld hat. Hat keiner aufgezeigt, weil alle haben was zu tun gehabt, sind gesoffen. Ja. No. Mit dem ist er dann nach Hause gegangen. Ja. Ja, dann Verdacht. Ja. Ich auch. Schaut sich das Foto an, was er da in der Hand hat. Das ist möglicherweise das Ding der Woche. Der hat einfach ein Rateteam gebracht. Ja. Dem war Fahrt, also kalten Winterabend. Also doch, die nehmen einen Arbeitslosen und machen mit dem, was gibt es Neues. Wir machen hier nichts anderes. Ja, natürlich. Ja. Ja. Fünf Arbeitslose. Genau so. Vorher die OF-Kantine, hey, wer ist lustig, wer hat Zeit? Dann nehmen wir da Scheuner, der Rudle, der Winkel. Der war recht gescheit, oder? Der Dixon. Dickens. Ob er gescheit war, weiß ich jetzt nicht. Aber er war auf jeden Fall. Musst du doch merken. Charles Dickens. Weltbekannter Autor. Ja. Und er wollte ein bisschen als Recherche, er wollte einfach schauen, was das normale Volk denkt. Er hat einfach hat den eingeladen zum Essen, ein bisschen gequatscht und hat dann wieder, das war eine Art Recherche vor ihm. Ah, okay. Ja. Ja. Testpublikum, er hat es ihm vorgelesen, seine jüngsten Werke, und wollte schauen, wie der reagiert. Ja. Ja. Wie human ihr denkt. Und das war ein arbeitsloser Indianer, der hat oben Rauchzeichen gemacht.
Der hat eigentlich das Telefon erfunden, ja? Der Charles. Der Waterloo. Hat er nicht nachgeheizt, der Arbeitslose? Nein, das er hat es nicht ja nachgeheizt. Alle. Er hat ihn auf den Balkon geschickt. Charles Dickens hat eingeheizt, ja? Hat ja den Arbeitslosen auf den Balkon geschickt, hat ja die Tür zugemacht ja und hat gemacht... Prinzipiell ist das fast die richtige Antwort. Statt ein Thermometer oder ja, den Kopf? Ein, genau. Was, ne? Statt ein Thermometer, das war nicht so richtig erfunden, ein Thermometer, der ja einfach einen Arbeitslosen war. Wenn der blau war, der gewusst, heute ist wirklich blau. Ja, das geht alles schon in die richtige Richtung. Wenn er da vorne ist, hat er eingekatzt. Also er tot, ja, hat sein. Nein, es kann niemand, also soweit aus dieser Geschichte, die ich übermittelt bekommen habe, ist der Arbeitslose nicht wirklich zu Schaden gekommen. Also er ist nicht erfroren, wurde nicht verheizt oder sonst etwas, sondern er hat einfach zum Wohlgefühl des Herrn Charles Dickens beitragen müssen. Er hat den Kaminsee eingeheizt, dann hat er sich den Arbeitslosen besorgt, hat die Tür zugesperrt und der Arbeitslose musste für ein bisschen Geld ums Haus herumgehen und die ganze Zeit brüllen, oh, ist das kalt, oh, es ist so kalt, oh, es ist so kalt. Und Charles Dickens hat sich dadurch drinnen noch behaglicher und wohler fühlen können. Das ist die erste Vorstufe zum Dschungelcamp. Ja, genau, vollkommen richtig. Wir haben das aus einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung, dass Charles Dickens eine sehr eigentümliche Methode gefunden hatte, um sein Wohlbefinden zu steigern. Sadismus. Ja, schon. Ein Mordstrom gescheiter Maut, ein Mordstrom Boscher. Ja, ja. Das ist meistens so. Ah, komm. Ich bin froh, dass ich von dem nichts gelesen habe. Wirklich, also so ein Rüppel. Trotzdem eine interessante Geschichte. Wir bedanken uns bei Christopher Wurmdobler aus Wien mit einem 300-Euro-Bücher. So, und an dieser Stelle darf ich mich wieder an Sie wenden, meine Damen und Herren. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften, wir freuen uns über Ihre Fragen, Dinge der Woche, was immer Sie uns einschicken wollen, tun Sie es an die eingeblendeten Adressen. Wir besuchen Sie auch gerne mit der Kamera. Diese Woche waren wir bei einem Buchautor. Harald Habers heißt er, hat schon ganz viele Bücher herausgebracht, ist seit Jahren bekannt für seine Bücher, in denen er über nutzloses Wissen und amüsante Details aus Österreich schreibt. Sein neuestes Werk mit dem Titel Der Mann, der den Neusiedlersee trockenlegen wollte, beinhaltet eine Geschichte, mit der er euch gerne konfrontieren will. Meine Frage bezieht sich auf eine etwas prominentere Persönlichkeit, nämlich auf die Kaiserin Sissi, die ja immer wieder sehr gerne Griechenland bereist hat, da vor allem die Insel Korfu. Und die Frage ist aber, warum wurde sie dort von den Einheimischen eigentlich die Eisenbahn genannt? Was? Die Eisenbahn? Kaiserin Sissi wurde auf Korfu die Eisenbahn genannt. Warum? Weil es so geschnauft oder gekurst hat wie ein Dampflok. Ja, die hat eine Lunge, die war lungenkrank ja, und die hat so gedampft, so ähnlich halt, ja. Und deswegen haben sie es die Eisenbahn. Oder weil es nie ein Lader war, sondern immer mit ein paar Anhänger. Bist du bereit für die Flasche? Nicht gleich zu fangen, ja? Achtung, und... Sie ist immer so schnell gegangen und hat immer den Schirm so. Hat sie auch Geräusche gemacht? War schwarz gekleidet und ist immer so, ist sie gegangen. Immer so. Okay. Hat er überall was gesagt, also Fahrscheinkontrolle bitte. Es war so ein Dickfeuer. Es war so ein Kind. Warum wurde Sissi, Kaiserin Sissi, so viel Zeit muss sein, Kaiserin Sissi die Eisenbahn genannt? Oder weil es gegangen ist wie auf Schienen. Die ist so elegant gegangen, so wie auf Schienen. Was ist das wie die Models? Jetzt, die gehen auch immer so. Und sie ist auch immer so gegangen, ja. Da haben sie es liebevoll genannt, die Eisenbahn erscheint wieder. Sobald sie gelegt war, ist wer drüber gefahren. Naja! Na! So niveaulos! Na. Kannst du bitte wieder das Niveau hochschrauben? Ich hoffe nicht mehr. Jetzt müsste man wissen, was heißt denn Eisenbahn auf Griechisch? Vermutlich Eisenbahn. Lokomotivos. Das ist Lokomotivos. Lokomotivos. Irgendwas mit Platte. Platte.
Gut. Was haben wir da? Schuhcreme. Ja, na, Kaviar. Russischer Kaviar. Boah. An deinen Gedanken anhängend, bei uns sagen doch Kinder oder so, die Eisenbahn macht Tschu-Tschu. Vielleicht macht die in Griechenland Sissi. Das ist eine Lilliputbahn, ja? Sissi. Der ist vielleicht Sissiputbahn, nicht Lilliputbahn. Bitte? Wer ist der Mann? Sissiputbahn. Sissiputbahn. Das hast du jetzt verstanden? Nix. Nein, also wie? Ja, damals gab es ja noch keine elektrische Eisenbahn, nehme ich an. Na, Dampf. Dampflok. Die hat so gefurzt die ganze Zeit. Wissen weniger, die Kaiserin Sissi litt wahnsinnig unter Blähungen. Ist das jetzt ehrlich, ernst gemeinte Geschichte oder findest du das? Nein, steht in allen Geschichtsbüchern steht das. Ja. Ursprünglich war ihr Musical Elisabeth Chattanooga Choo-Choo. Puh-puh. Und jetzt immer, wenn die vorbeigegangen ist, hat der Grieche gesagt, auf Griechisch natürlich, Alter, das ist ein Dampf. Durch diese Dampflok. Ja. Nee, Kaiserin, sie hatte wirklich Blähungen, Probleme mit Blähungen. Die haben natürlich nach Veilchen gerochen, ihre Blähungen. Weil sie die Kaiserin ist. Veilchenschaß. Ja, bitte. Jetzt. Ja. Jetzt sagen wir mal nichts über die Austria. Nein. Machen wir nicht. Kaiserin Sis. Eisenbahnhof. Da war irgendein schon Ansatz dabei, nur so mal. Von wem wurde sie die Eisenbahn genannt? Vielleicht vom Kaiser? Von den Leuten auf Corfu natürlich. Der Kaiser endlich ist wieder auf Corfu. Die Eisenbahn. Die Eisenbahn. Und hat schon die Schratt angerufen. Weil sie, sie ist wahnsinnig schnell auch immer gegangen. Ja. Ja, weil sie so schnell war. Ja. Nein! Sie ist so schnell gegangen. Ja. Nein! Schnell gegangen. Schnell gegangen war, aber immer unpünktlich. Ist nie zu dem Zeitpunkt gekommen, wo sie gesagt hat, sie kommt jetzt dahin. Na, oder? Es hängt mit ihrer Kleidung zusammen. Weil sie immer so angezogen war wie Eisenbahn. Also was weißt du, ein Eisenkleid oder? Ja, die ist schwarz angezogen und die ist sehr schnell gegangen. Mit Gefolge. Mit Gefolge, schwarz angezogen, schnell gegangen. Okay. Ja. Und dabei hat sie. Hat sie ihr Ding Eisenbahn geraten? Ein Schimpfwort im, im Griechischen? In alten Lokomotiven oder so irgendwie? Oder ist es eine Höflichkeitsform? Ich glaube nicht, dass es ein Schimpfwort ist. Für mich eine Eisenbahn. Ja, nein, also ich glaube, es ist kein Schimpfwort. Hat die Richtung gestimmt. Aber vielleicht hat der Ruf vorausgeeilt, sie stellt Weichen. Oder sie haben es Eisenbahn genannt, weil einer nichts anderes eingefallen ist. Hören wir uns einfach die Lösung von Harald Havers an und dann schauen wir mal, ob jemand von euch die richtige Antwort dabei hatte. Ihren Beinamen die Eisenbahn hat die Kaiserin Sissi erhalten, weil sie bei ihren Besichtigungstouren und auch Spaziergängen ein derartig hohes Tempo vorgelegt hat. Sie hat sogar ihre Hofdamen nach deren Marschfähigkeit ausgesucht. Na, Elke Winkes hat doch die richtige Antwort gegeben. Wunderbar. So. Sag, bei den russischen Sachen zum Essen gibt es nur Kaltes, oder? Schauen wir mal, du kannst was. Gibt es einen Kaviar und einen gescheiten Wodka auch? Doch, ja, wir haben Kaviar haben wir auch. Aber wir haben einen Kaviar, wüssten. Nein, das ist schon von, es gibt sowieso nachher ans Publikum. Ja, das ist nicht. Jetzt habe ich. Keine Sorge, Günther, das ist auch nicht. Meine Damen und Herren, Sie haben das Recht, es sich zu holen. Ja, okay, wenn die Sendung vorbei ist. Ich habe jetzt aber eine Frage, wenn ich das gelöst habe, dann bekomme doch ich den Büchergutschein, richtig? Ja, das ist... Kann man ihr bitte die Sendung erklären? Nein. Mach einfach weiter. Das ist der Oliver Bein. Ja. Es gibt der hat Wetten für uns. Ja. So, jetzt möchte ich vorher noch ganz in seiner eigenen Sache Rudler sagen. Ich habe gehört, ist das wahr? Weil letzte Woche war da Herbert Steinböck in der Sendung, mit dem du jahrelang, als du unterwegs warst, ihr seid getrennter Wege gegangen. Und jetzt habe ich gerüchteweise gehört, ihr macht eine kleine Reunion. Ja, es ist ja so, wie das Paare oft machen, wenn sie sich trennen. Ihr wart zusammen? Wir waren 12 Jahre zusammen, ja, und es hat nicht mehr so gepasst. Und dann verlierst du dich ein bisschen aus den Augen und dann hast du plötzlich das Gefühl,
oh ja, wir sind füreinander geschaffen. Und dann muss das noch. Weil ihr Geld braucht. Ja, also ich nicht, ich kann es ja jetzt sagen, aber ihm geht's wirklich gut. Okay, alles klar. Also im Endeffekt ist das ein Herbert Steinböck Benefit. So, nennen wir es nicht so, sonst besteht er drauf. Also das fände ich dann auch nicht leibend. Ich würde jetzt nichts mehr sagen, sonst gibt es doch keine Reunion. Ja, es war. Okay. Das, ja. Nein, sag, aber wann tretet ihr wieder gemeinsam auf? Im Februar dürfen wir 5-mal, wir machen es nur in Wien. Okay. Ja, ja. Wir mögen es in der Großstadt, wenn du weißt, was ich meine. Der Gernot und ich wollten das auch machen, aber wir brauchen kein Geld. Du bist so eine Sau. Nein. Du bist so eine. Du meinst, du brauchst keine. Ja, genau, weil der Gernot zahlt an dich wahrscheinlich noch Alimente. Gut. Ich habe ein Ding der Woche. Das ist das Ding der Woche. Ja, ich erlöse dich. Ding der Woche. So sieht das aus. Ich darf Ihnen das so zeigen, meine Damen und Herren. Ein hochinteressantes Ding der Woche. Ich bin sehr gespannt auf die Antworten. Ich zeige Ihnen schon mal via Insert, wozu es dient. Und ich bin sehr gespannt auf die Antworten meines Rateteams. Ich werde es rübertragen, obwohl es nicht schwer ist. Aber ich habe Angst, dass es zerbricht. Das soll es nämlich nicht. Das ist aber super. Da braucht man nicht mehr roden. Da sind Flüssigkeiten drin. Und es ist nicht dazu da, dass man es zerlegt, auseinander nimmt, es gehört alles ein Ganzer. Ja, das ist, naja, das. Ja, schau. Nein, hör auf, mach es ja nicht kaputt. Ich weiß, aber es ist eigentlich jetzt ein Sounduhr werden wollen, ist aber ein Wasser drinnen. Oh, ja, es ist aus Plastik, das muss man sagen, es ist wirklich aus Plastik. Ja, ich kann das nicht gescheit. Was kannst du nicht gescheit? Ja, die erklären. Es ist du kannst so nicht sagen, es ist Plastik und hat bunte Flüssigkeiten in sich. Ja, aber das sieht man eh. Ich meine, das ist. Du, davon lebt der Viktor Gernot seit 10 Jahren. Ja, es ist aus, da ist interessant, da steht 1, 14, 3 und X. Oh, oh, das oh, ist so ein Roulette für Arme. Weißt du jetzt, ich mein, und wo kommt die Kugel? Die Kugel, die hast du eingesteckt. Ich habe nichts mehr eingesteckt, das gehört so, wie es ist. Da steht was oben. Jesus. Aber du hast keine Lesebrille dabei und deswegen gibst du es weiter. Nein, ich gebe es nicht weiter. Okay. Freeze-Zube. Was? Freeze-Fred-Zube. Fred-Zube. Englisch kann ich anschauen. Ich glaube, du hättest uns nicht darauf hinweisen müssen. Wir hätten es auch so gemerkt. Freeze-Cube. Ja. Cube. Würfel. Cube. Cube, you fucking bastard. It's called Cube. Oh, oh, oh. Verstehe ich nicht. Nein, man kann es umdrehen, man kann es einmal so, einmal so, einmal so. Na, das ist ein, oh je, ich glaube, ich weiß es. Du glaubst, du weißt, was heißt das? Oh je, ich glaube, ich weiß es. Ja, aber das ist mir noch nie passiert. Ja. Ja, das, jetzt weißt du, wie ich mich in der Schule gefühlt habe. Ja, Wahnsinn. Nein, ich glaube, Eierbecher hätte ich glaub, am Anfang gesagt, aber da fällt es ein, Robi. Ja. Aber das bringt ja nichts, weil wenn es drei fällt, ist dann ist es sinnlos. Das ist, nein, das ist ein Temperaturmesser. Aber hergeben magst du es auch nicht, gell? Ja, okay, gut, ein Temperaturmesser. Eiswürfeltemperierer. Eiswürfeltemperierer, okay. Ja, mich faszinieren die Farben vor allem. Das finde ich sehr gespenstisch. Das ist rot auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist blau. Ja. Das ist vielleicht ein Koalitionometer. Wenn man es mischt, rot und blau, kommt braun raus. Die einen sind national, die anderen sozialistisch. Weiß man was in der Kombination. Na, was, wo wird das verwendet? Vor der Parlament. Regierungsbildung? Oder? Natürlich, steht am Würfel. Ne? Aha. Die sitzen beieinander, schauen wir. Aber das vermischt sich ja nicht. Das ist ja, diese Flüssigkeiten, muss man ja dazu sagen, sind ja alle, sind 4 Flüssigkeiten, ne? Sind in separaten Kammern. Das Grün auch, schau, die spielen auch mit. Ja. Das ist wirklich ein Koalitionswürfel. Ja, aber sie können nicht koalieren, weil sie in separaten Kammern sind. Die kommen nie zusammen, außer du machst es kaputt. Sie nur der Frank ist nicht mehr dabei. Nein, den haben wir. Der ist schon vertrocknet. Der ist schon verändert. Und das steht, aber mit dem 1, wenn es stimmt, 1, 2, X war jetzt ein kaputter toter Würfel. Mhm. Aber ist es nicht. Aber ist 1, es nicht. 3, 14, X. 1, 3, 14, X. 14 weniger 3 ist 1. Achso, nein. Ah ja, damit sind wir wieder bei diesem leidigen Matura-Problem. Ich kenne in Englisch nicht aus, aber du im Mathe. Aber 14, 3x. Ja. Wo kommt 14, das 3x? 3, Pi, 3,14 mal
3,1. Wie? 3,14? Ja, 1,4. Der Schäuber war sicher der volle Streber in der Schule. Mm. Ja, mit dem der Instrument habe ich... Ah, ja, genau. Das war mein erster Taschenrechner. So Taschenrechner für Leute, die noch nicht lesen können. Also ich vermute, nachdem oben, wie uns ja Gott sei Dank der Herr Lesebrille verraten hat, Freeze Cube draufsteht, dass das irgendwas mit dem Gefrierfach und mit dem Kühlschrank zu tun hat. Ja. Und wahrscheinlich frieren die Farben, also die Flüssigkeiten mit den unterschiedlichen Farben auch unterschiedlich schnell ein. Also bei weniger Graden friert nur Rot ein und das kannst du immer, oh, weißt du, dann weißt du, wie viel Gräder es gerade im Frierfach hat, zum Beispiel. Also, und wie wär's mit einem Thermometer? Mit was? Wir haben immer so sinnlos. Thermometer. Ja, aber warum hast du dann Freeze Cube? Das ist ein russischer Thermometer, weil die haben prinzipiell ja nur unter Null, schwer unter Null, weit unter Null oder total arg unter Null, oder wie? Vielleicht heißt es Frizz Cube, den kannst du vielleicht essen. Vielleicht heißt es Frizz Cube. Ja. Nein, Frizz Cube hast du nicht. Das heißt vielleicht. Wozu will man eigentlich wissen, wie viel Grad es im Eiskasten hat? Ist das nicht völlig wurscht? Naja, nicht nur noch. Nein, ich meine, also, wenn du sowas aufmachst, es kommt kalt raus, passt. Wozu muss ich wissen, minus 3 hat es 18 Grad, 4 Grad, 5 Grad? Ja. Ja. Es gibt ja... Aber da helfe ich schon sehr viel. Es gibt ja Haushaltsversicherungen, die unter anderem auch das Gefriergut, den Schaden des Gefrierguts, also wenn du wirklich wertvolle Sachen, Nahrungsmittel, sehr viel, eine große Gefriertruhe hast. Wertvolle Nahrungsmittel. Gemüse. Na, Entschuldige. Wenn goldene Eier. Was sind wertvolle Nahrungsmittel? Wertvoll, ich meine, ab dem Zeitpunkt, wo du sündteures Fleisch, eingefroren, Fisch, keine Ahnung, das kann ja sehr viel werden, das könnte also schon einmal ein paar hundert Euro oder werden. Oder die Ehemann in der Truhe. Ja, das ist, nein, das können ja ein paar hundert Euro, das können ja tausende Euro geben, wenn du viel eingefroren hast. Für Gourmet-Restaurants, die alles frisch machen. Nein, auch zu Hause, für Leute, die also jetzt nicht gleich den Supermarkt ums Eck haben, die haben viel eingefroren und das kann sau teuer sein, wenn dir das alles kaputt wird, weil es zu warm wird. Ja, weil es zu warm wird. Mit der Dickens einen Arbeitslosen nehmen und dem im Gefriergut auf dem Balkon stellen. Jetzt hast du das im Gefrierfach. Moment, vielleicht kommen wir drauf. Jetzt hast du das im... Das hast du im Gefrierfach drinnen. Ja. Und du hast einmal jetzt wahnsinnig teures Kängurufleisch aus Australien importieren lassen. Das haben zwei Inder mit einer Sherpa persönlich hergebracht. Hat hunderte Euro gekostet. Der Beutel ist handgenäht. Der Beutel vom Känguru war handgenäht. Du musst es aber leider einfrieren. Gut, okay. Die Schwiegermutter kann nicht kommen, hat keine Zeit, kommt erst nächste Woche. So, und jetzt tust du das ins Gefrierfach. Ja, genau. Jetzt machst du die Gefriertruhe auf. Ja. Und jetzt nimmst du das heraus. Ja. Und siehst, alles Rote ist noch nicht eingefroren, das Fleisch ist hin. Das riechst du ja. Das müsste ja dann irgendeinen Alarm machen. Ein Sinn wäre ja nur, nein, wenn... Du kannst es überprüfen, weil du sagst dann zur Versicherung, mir ist mein Fleisch eingegangen, ich kann nichts dafür, die Hersteller von der Gefriertruhe waren schuld. Die sagen, unsere Gefriertruhe funktioniert super. Und dann holst du es aus und sagst, ein Scheiß funktioniert. Ja, aber dann kannst du das Fleisch ja auch rausholen. Ja, da kannst du das Fleisch auch, aber dann weißt du nicht, wie viel Grad es hat. Meine Lieben, ihr seid auf einem guten Weg. Ihr seid auf einem guten Weg. Kommt der Hersteller sagt, das war ein warmes Känguru. Ja. Und jetzt ist es so, dass du machst die Tiefkühltruhe auf. Ja. Ja, wenn sie eingeschaltet ist und funktioniert, hast du ja kein Problem. Ja, ja. Es geht ja darum, wenn du sie aufmachst und plötzlich, ich weiß nicht, du kommst aus dem Urlaub nach Hause. Es gab einen Stromausfall, du machst die Tiefkühltruhe auf und deine Sachen sind aufgetaucht. Genau. Du warst zum Beispiel drei Wochen im Burgenland auf Urlaub. Ja. Am ersten Tag, wo du weggefahren bist, ist die Truhe kaputt. Seit drei Wochen verschimmelt das Fleisch. Ja. Ja. Dann tröstet das, nimmst du Licht. Das heraus und sagst, ich glaube, das Fleisch ist hier. Mia, ich glaube, das Fleisch ist hier. Mia, das Fleisch ist hier. Mia, jetzt nicht sicher? Wir gehen nochmal ab. Es funktioniert. Ja. Jetzt ist es für mich. Ja. Mia, aber genau so machst du es. So machst du es. Es funktioniert so. Du legst das Ding ein. Die Flüssigkeiten frieren alle ein. Wenn du wegfährst, drehst du das Ding um. Die Flüssigkeiten bleiben oben. Wenn du eine Stunde Stromausfall hast, rutscht das Blaue runter. Das liest du, weil da steht 1. Ah, das ist in dem Fall rot. Ja. Ja, oder gelb. 1. Das war nur eine Stunde, das kann man nur haben. Wenn du siehst X, dann hast du es ewig. Und wenn du, gib mir's noch einmal, wenn du nach Hause kommst, ja, und du gehst in die Gefriertruhe, du isst das Fleisch und du hast eine Lebensmittelvergiftung nachher, dann nimmst du das und sagst, da wirf es hin, da wirf es hin. Ich verstehe es nicht.
Mit sowas verstehst du daran nicht. Wenn eine Tiefkühltruhe nicht funktioniert. Nein, die funktioniert. So, es gibt ja zum Beispiel, ich weiß das von meinen Fischen. Bei meinen Fischen ist manchmal das Problem, du die haben. Tiefkühlfische. Aquarium nein. Gesponsert von Eigentum. Nein, ich habe ein Aquarium und in diesem Aquarium läuft eine Pumpe. Ja? Ja. Und wenn ich weg bin auf Urlaub, dann komme ich manchmal zurück und merke, die Pumpen schalten sich um 3 in der Früh ein. So habe ich das nie eingestellt. Ja, weil dazwischen war eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden Stromausfall. Aber da brauchst du keinen Wirfe, da sitzt die Fische. Die Fische schwimmen alle so. Da weißt du, die Pumpe ist kaputt. Richtig. Darum. Aber darum heißt es auch Freeze Cube und nicht Aquarium Cube. Weil die Tiefkühltruhe taut auf und friert wieder ein. Ja, aber da kommt so! Weil einfach nur 2 Stunden Stromausfall war. Und du bist aber Wochen weg. Dann friert ja der auch wieder ein. Ja, aber mittlerweile, wenn der zuerst eingefroren ist und wenn du wegfährst, drehst du ihn um, bleibt und die Flüssigkeit wenn der unten, oben. Genau. Ah. Und wenn das heißt, wenn das unten ist, ja, das stimmt sicher, dann hat sich ist so die Temperatur sinnlos. In der Zwischenzeit verändert. Ja. Ja, und zwar weißt du, je nachdem, welche Flüssigkeit unten ist. Weil sie unterschiedliche Gefrierpunkte haben. Gefrierpunkte, danke, das war das Wort. Ja. Die unterschiedliche Gefrierpunkte haben. Ja. Gibt es einen eigenen Kurs auf der VHS, wo du das lernst? Aber darf ich noch was sagen? Ja. Wenn du dann diesen Würfel hast. Wenn du diesen Würfel hast, mit dem fährst du zur Versicherung. Bist du bei der Versicherung, bist ist das alles wieder zu. Nein, es geht um etwas ganz anderes. Es geht gar nicht darum, dass sich die Gefriertruhe wieder einstellt, sondern dass die einen Totalausfall hat. Und du kommst, wenn du sagst, du bist 3 Wochen auf Urlaub, wenn du 3 Wochen auf Urlaub bist und das am ersten Tag passiert, dann ist alles hin. Und dann hast du genau das Problem, dann ist nämlich die rote Flüssigkeit unten das X. So, jetzt kann es aber sein, dass du einen Tag oder 2 Tage, bevor du zurückkommst, das Ganze Malheur passiert und deshalb gibt es diese unterschiedlichen Flüssigkeiten. So, wenn du zum Beispiel blau unten hast, heißt es, du musst das innerhalb von 14 Tagen, kannst du das noch essen, was in der Tiefkühltruhe ist. Wenn du bei der grünen Flüssigkeit bist, dann heißt es, innerhalb von 3 Tagen solltest du das, was jetzt schon in der Tiefkühltruhe aufgetaut liegt, essen. Wenn es gelb ist, dann ist es nur noch 1 Tag und wenn es rot ist, X, dann ist es ungenießbar, dann kannst du das alles wegschmeißen. Dafür dient der Freeze Cube. Vollkommen richtig erklärt, Gerald Rodle. Wunderbar! Gut gemacht, sehr gut gemacht. Und ich bedanke mich noch für dieses wunderbare Ding der Woche bei Heidi Hipfinger aus Wien. 300 Euro Büchergutschein für Sie. Heute haben, wie schon öfters erwähnt, die Olympischen Winterspiele in Sochi begonnen. Bis 21. Februar stehen 98 Medaillenentscheidungen an, die alle im ORF übertragen werden. Einer, der für uns dort mitmischt, ist der zweifache Olympia-Goldgewinner im Teambewerb der nordischen Kombination. Ich spreche vom 35-jährigen Mario Stecher. Und dank seiner großen Routine sind auch heuer in Sochi ihm Chancen einzuräumen. Und er hat die heutige Promi-Frage für uns. Schönen guten Abend, liebes Rateteam. Wie Sie natürlich wisst, geht es auch in der nordischen Kombination darum, mit möglichst viel Zug den Hang hinunter zu segeln. Daher auch meine Frage. Was bedeutet der Begriff Flügelzug? Flügelzug. Was bedeutet der Begriff Flügelzug? Wenn es die Kaiserin Sisi besonders eilig gehabt hat. Willst du noch ein Wodka? Hast du einen? Nein, du hast schon ein Wodka. Ja, ich hab schon Wodka. Die Vögel, die hinter einem Flugzeug, so, die gehen in Flügelzug. Also die hinter dem Flugzeug nachfliegen. Nein, die das machen ganz viele Zugvögel. Die haben den Flügelzug. Die nutzen die Dings, die können sich da ausruhen, quasi bei den Tragflügeln. Ja, natürlich. Die fliegen da mit und dann können die sich da. Okay. Hey, kann das sein, dass wir jetzt was sagen und da forschen uns die ganze Zeit? Nein. Wir uns sagen, ein Flugzeug fliegt irgendwie über 1000 km/h, jetzt sind wir die Vögel. Die Vögel machen das. Die machen was? Die fliegen in die Turbinen rein und das haben die Flugzeuge gar nicht gern. Nein, das aber die Vögel. Die Flugzeuge gar nicht gern. Ja, dem Vogel ist wurscht. Der Vogel ist wurscht. Nein, die Vögel machen das. Was? Die Vögel, die fliegen. Aber darf ich dir kurz was fragen? Das Flugzeug fliegt ungefähr 800 km/h.
Das sind Kilometer ja. pro Stunde. Und Kilometer die Vögel hängen sich da an und dann können die sich gerade ausruhen. Und die können ja nicht 800 km/h fliegen. Sie hängen sich an. Sie hängen sich an und dann werden sie mitgezogen. Stimmt, das gibt es. Haben Sie heute in der Kantine Drogen verteilt? Ich sehe es Vögel. Ich kam schon mit welchen her. Okay, gut. Das ist schon mal vorgesagt. Ist das, was der, das Kreuz verreist während den Vögeln, weil so einer zirkt. Und das ist ja, der Flügelzug? Ja, es ist ein bisschen konstruiert. Ein wenig, ja, ja. Danke. Nein, das ist gut. Der Flügel zu. Ja. Türflügel. Türflügel, ja. Flügeltür. Ja, Flügeltür. Wenn man es nicht ordentlich zumacht. Weil die Flügeltür offen ist und es zirkt. Ja, nein, ja. nicht offen ist. Altbau. Altbau. Ja. Immer unten so ein bisschen. Da gibt es ein ganzes Sätze. Das ist quasi ein Schlitz. Können Sie noch in ganzen Sätzen sprechen? Kann, so, ja. Ja. Na, ohne Spaß jetzt. Bei Ihnen Altbauwohnungen gibt es Flügeltüren. Ja. Und die Flügeltür, weil diese Altbauwohnungen alle, weil sie so alt sind, so schief sind, schließen oft so nicht ganz wirklich, dass auch mitten in der Nacht klick, wenn man die Tür aufgeht. Plötzlich steht meine tote Großmutter da, so gesagt. Und bevor sie da steht, kommt von unten die kalte Luft. Weißt du, was ich meine? Ich weiß zu. Genau, was du meinst. Ich habe Angst. Ohne Spaß, ist das nicht? Nein, das ist nicht der Luftzug, der unter einer Flügeltür in einer Altbauwohnung dir auf den Arsch geht. Oder das sind alles sehr schöne Antworten. Die Klaviere, die in den Zug oder wenn die Zugvögel. Ein Klavier transportiert. Jetzt sind wir wieder beim Vögel. Also. Klavier transportiert. Nur die, die dem Flugzeug nachfliegen, die können auch Klavier transportieren. Das hat die Kirchen. Oh. Entschuldige. Ja. Gut, wir kommen zurück zur Kaiserin Sissi, die wir ja die Eisenbahn genannt haben, wie wir heute in dieser Sendung gehört haben. Der Flügelzug könnte ein Begriff aus dem Bahnwesen sein. Wir fragen Mario Stecher, der hat die genaue Antwort für uns. Der Flügelzug ist tatsächlich ein Begriff aus dem Bahnwesen. Ein Flügelzug ist ein Zug, der sich fahrplanmäßig in zwei Züge halbiert, die dann auf unterschiedlichen Strecken weiterfahren. Dankeschön, Mario Stecher. Wir freuen uns auf die kommende Woche. Am nächsten Freitag sind wir wieder für Sie da. Und jetzt werden die Goodies verteilt. Ja? Der Kaviar wird verteilt. Ich muss mich jetzt darum kümmern, dass mein Publikum die Goodies bekommt. Schönes Wochenende. Ich freue mich auf ein Wiedersehen bei Was gibt's Neues. Verteilen. Danke, Flo. Thank you.